So viel mehr Damage scheinen die auch nicht. Ah gut, mit dem Raubtierschuss zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass sie mehr machen. Ja. Bisschen riskant, was ich hier tue. Mal auf. Tü, tü, tü. Tü, tü, tü. Problem ist, es auf der anderen Seite. Das heißt, ich gehe nochmal raus, gehe übers Dach und gucke, dass ich die von da irgendwo kalt kriege. Ja, genau, bestimmt ich mal da durch. Was ist denn der andere? Ach, da ist er. Okay. So, wir können den einfach. Oh, Hi. Ja, öfters hier. LOL! Interagieren? Was ist da? Das Badehaus? Wachen! Ah. Die sind tot. Und Ups. Ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin, war ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. Okay, schon mal gut. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ah, drei geht's weiter, okay. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Mhm. Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band.
Heilig. Sicher. Ich weiß, warum Krüses wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Martha mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krüses wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Dann bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Oha, Scheiße. Dabei leben beide. Oh oh, das gibt eine Rage, Mama. Der Typ kann sich tot sehen. Oh oh. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krüses nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krüses? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krüses ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krüses finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Ah. Krüses, Anbeter der Blutlinie. Im Schlangenmar von Krüses stand geschrieben, Heras Abscheulichkeit. Auch wenn man gemeinhin dachte, der Schriftzug stamme von einem erzürnten Anbeter, so sagen doch manche, Krüses habe ihn selbst geschrieben, als Erinnerung an ihre Rolle als Dienerin des Kosmos. Sie verwendete ihr Leben darauf, Kinder zu entführen und zu Schergen des grausigen Kults zu erziehen. Ein Teil von ihr liebte diese Kinder einst, doch dieser Teil starb schon vor langer Zeit. Da macht die Alte bald mit. Wir haben schon ein paar gekillt, ne? Okay, du hast mal ein Versus. Sonst haben wir noch jemanden? Nein. Es sind aber noch ein paar, die wir umlegen müssen. Wenn ich meine Martha finden will, ist Krüses der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. So. Dann gehen wir noch mal kurz noch dahin. Warte mal, warte. Okay, jetzt wieder Priesterin zurück, 25 Meter. Da ist es jetzt. Dann kommt die Quest mir schon mal erledigen. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Dass wir uns trafen, war ein Geschenk der Götter. Bitte, nimm dies. Jemanden wie dich kann ich immer brauchen. Schließ dich doch meiner Besatzung an. Ich gebe zu, ich dachte, mein Schicksal wäre es, den Göttern an Land zu dienen. Doch sie haben dich nicht ohne Grund zu mir geführt. Ich komme mit dir. Yay. So, schieß mir die Bombe, ne? Hallo. Sei gegrüßt, junge Frau. Bist du hier, um Asklepios zu opfern?
Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit der Adlerfrau zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell! Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Okay. In Stein gemeißelt. Hier entlang. Hier drüben. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlerfrau. Ja, mag ich gerade. Ich hab's Gefühl, der kleine Pfeil im Kopf. An die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte keinen Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesem Behandlungsmethoden hält. Hippokrates war ein guter Heiler. Er war vielversprechend. War? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Ja. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes. Sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber was wirklich inspiriert, sind Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlerfrau. Aber ich verliere meine. Ja, erzähl mir von Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt werden konnte. Als ihr Vorgehen Wahnsinn glich, wurden alle, die sich gegen sie stellten... Ja, was? Ich habe schon zu viel gesagt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich hab vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier?
Ein Priester und eine Söldnerin auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf die Söldnerin traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Ich bin schmutzig und könnte ein Bad gebrauchen. Dieser freundliche Priester hier zeigte mir den Weg zum Badehaus. Ja, so ist es. Das Badehaus ist gleich dort drüben. Nun, wenn ihr mich entschuldigt. Die Bäder sind für die Kranken da. Nicht dazu, das Blut von deinen Händen zu waschen. Geh. Okay. Trifft einen alten Priester irgendwo und irgendwann. Ah, Gold ist wieder das, ne? Die Zeit ist Träume. Okay. Warum ist das Huhn aggressiv auf mich? Ja, hallo, das ging auf mich los. Was soll ich denn bitte machen? Hier, ich zahle sogar 3,50 dafür. Blöde Arschlöcher. Töten eines Tieres, ob ihr dumm seid. Was willst du? Brauchst du etwas, Fremde? Die Anhänger haben so viele Drachmen. Die Wahnsinnigen unter den Reichen spenden sie ihnen, um Ares zu besänftigen. Viele hoffen, dass die Götter auf sie herablächeln. Was nutzen uns die Götter denn jetzt? Menschen brauchen Drachmen, nicht die Götter. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme, die du entbehren kannst, hilft. Okay. Nimm das. So, eine gute Tat getan. Götter und Profite. Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Ja. In Stein gemeißelt. Manchmal so, ob unsere Mama sieht dann noch was. Wir müssen Martha. Der Baum Vater. Des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Wo ist der Priester? Da vorne. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Krüses hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Hilf mir doch einer! Ja, okay. Los, jetzt! Kommt rüber und helft mir! Oh Mann! Keine Sorge, wir töten dich selbst. Das Leben ist vorbei! Okay, die Waffe ist zu langsam. Ja, geht's noch? So, Damage over Time ist ja echt ein gutes Ding. Wieso Mord? Die haben noch angefangen. Bruder, du kannst auch mal weggehen. Ich will schon da fahren.
Kommissar. Endlich, es ist vorbei. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wie viel Kopfgeld? 127. Ja, schau mal weg. Wir müssen eh in den Süden, dann gehen wir einfach noch kurz dahin. Hä, Pebbles? Nee, wollte ich nicht. Pebbles. Das waren doch unsere Pebbles. Ach doch, Gott. Hi, Pferdchen. Yo, Bro. Aha. So, 230, 140. Ah, okay, schon ist Lager. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Stehen wir gleich. Aber hier wird nichts verteidigt. Interessant. Heißt das, dass wir hier schon waren? Nicht so wehrlos. Ach, was mache ich da? Kann ich nirgends verstecken? Doch, da im Gebüsch. Hier, hier bin ich sicher. Hallo! Na, was geht, Digga? Sorry, Hunde. Hab grad gefällt, Finger. Sorry. So, gut, alles erledigt. Phew. Nein, nicht auf. Egal. So, wir hinschmeißen. Jetzt kann man das hier looten. So, dankeschön. Dede. Wo wollen die lang? Da lang. Die sieht im Grunde aus wie ein Synchronisationspunkt. Was haben wir hier? Nichts in der Nähe. Okay, ist zu weit weg. Dabei, ist zu weit. Geht eigentlich ja. Hä, was ist da drüben? Warte mal. Ich sehe das. Hitere.
Gibt es etwas, bei dem eine Söldnerin helfen könnte? Der Krieg hat diese Stadt in den Ruin getrieben. Meine Einnahmen dieser Woche wurden nachts gestohlen. Das überrascht mich nicht. Ich bin sicher, dass Banditen die Drachmen gestohlen haben. Ihr Anführer hetzt sie auf uns Hetären. Er hält uns für wehrlos. Du willst, dass ich sie den Banditen abnehme? Tust du's? Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles Echt? Längst erledigt. Okay. Du hast Großes bewirkt. Nimm dies zum Dank dafür. Danke. Nicht so wehrlos. Wer bist du? Brauchst du irgendetwas? Noch nie in meinem Leben wurde ich so beleidigt. Dieser Pöbel, meine den Göttern gewidmeten Lieder so zu besudeln. Ganz ruhig. Beleidigt von wem? Ach so, die... Ich erhielt den Auftrag vom Befehlshaber, für die Soldaten zu singen. Sie sangen mit, sie lebt wieder. Aber ihre Texte waren widerlich. Dieser... Und du willst das? Keine leichte Aufgabe. Nö. Such dir jemand an. Ich bin hier, falls du es dir anders überlegst. Ich hab dich schon umgelegt. Warum... Hä? Warum sollte ich jetzt dir helfen? Auf jeden Fall mal wieder ein Schmied so langsam. Dass mal. Okay, euch kann man nicht helfen. Dass wir dann mal wieder ein bisschen Material verkaufen können. Hä, durchsuchen? Ach, da. Dankeschön. Material verkaufen können und Sachen upgraden. Haben eben Level 33 und so Sachen noch Level 27 oder so. Oder 24 sogar stellenweise. Diese Wiese sind schlecht. Finde ich aber cool, dass es regnet. Warte mal, da reicht normalen Pfeile. Oh Mann. Ach, das war die Wildsau, die wir erlegt haben. Cool. Das ist ja mal fett. Oh. Warte, ich esse das Holz. Da, der Altar des Apollon Maleatas. Und da vorne ist noch ein Fragezeichen gewesen, irgendwo in der Ferne. Was wird sie hören, wenn wir vom Blitz getroffen werden würden, wären tot. Das wäre voll fett. Hi. Tweety greift schon gerade wieder irgendwas an. Ohne mein Wissen. Ich suche nur mal einen normalen Weg da hoch. Ich glaube, ich habe einen gefunden. So bedingt normal halt. Du wirst aber nicht klettern müssen. Ja, da ist die Statue des Apollon und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Arme Warnung. Vogel. Ich komme anscheinend näher. Ja. Natürlich öffne ich meinen Säugling. Hallo. Vielleicht kann man den gut verkaufen oder so. Mit dem Kind selber kann man jetzt gar nichts anfangen, aber. Mal so kurz verticken war schon drin. Ihr Kultisten werdet hier sterben. Warte, Kleiner, bin da. Klopf, klopf.